Sherald, in Rückstuhl, was reizt dich am Siebenkampf? Der Siebenkampf ist für mich die Disziplin, weil es halt abwechslungsreich ist. Es wird eben nie langweilig im Trainingsalltag. Und das brauche ich genau. Und wegen dem habe ich mich für den Siebenkampf entschieden. Als Mehrkämpferin muss man ja sehr vielseitig sein. Was zeichnet eine gute Siebenkämpferin aus? Ein Siebenkämpfer muss sicher polysportiv sein, wirklich alles gut beherrschen. Man darf nie eigentlich zu schlecht sein, aber man darf auch nie super sein. Darum habe ich auch das Gefühl, man muss einen guten Kopf haben, dass man wirklich die zwei Tage überstehen kann, weil es sind trotzdem zwei Tage auf dem Platz und dort muss alles stimmen, der Kopf sowie der Körper. Du musst ja gerade sieben Disziplinen beherrschen. Kann man als Siebenkämpferin überhaupt eine Lieblingsdisziplin haben? Definitiv. Also ich habe eine Lieblingsdisziplin, das ist Speerwerfen. Und ich glaube, wirklich jede Siebenkämpferin hat eine Disziplin, die sie am liebsten macht und eine, die sie wirklich nicht so gerne macht. Dein Stammverein ist ja der SCV Altbüren. Welche Verbindung hast du heute noch zu deinem Stammverein? Der SCV Altbüren ist immer noch mein Verein. Dort habe ich Fuß gefasst, dort habe ich angefangen. Dort habe ich mit Gerätturnen gestartet und nachher habe ich in die Leichtathletik gewechselt. Und es verbindet mich immer noch sehr viel, weil das ist meine Heimat. Dort habe ich meinen Freundeskreis und das ist mein Verein. Im vergangenen Jahr bist du U23 Europameisterin geworden, 9. Rang an der WM. Eine sehr erfolgreiche Saison. Welche Ziele strebst du als nächstes an? Die Saison 2020 ist für mich das grösste Ziel natürlich die Olympischen Spiele in Tokio. Das wären die ersten Olympischen Spiele für mich und das strebe ich an. Und nachher noch die EM in Paris, die auch noch in diesem Jahr ist.